So, Leute, weiter geht's. Ich mach mal da weiter, wo ich beim letzten Mal aufgehört habe. Und zeige euch hier so ein bisschen den Kellerbereich. Es wird laut hier, Moment. Den Kellerbereich von Burg Wiesenfels. Ich hoffe, ihr könnt mich noch hören, denn das Oblivion-Tor da unten, das ist ziemlich laut. Ich nenne das immer so, in Anspielung halt an Elder Scrolls Oblivion. Wer das schon mal gespielt hat, haben wahrscheinlich ganz viele von euch gespielt. Das erinnert mich immer völlig daran. Das geht ja auch so in die Unterwelt. Wer das Tor durchtritt, ja, der gelangt in die Hölle, in das sogenannte Nether. Ja, dort gibt es dann verschiedene Ressourcen, die es sonst nicht gibt. Ich gehe da immer unheimlich gerne hin und da gehen wir auch nochmal gemeinsam hin, weil nur nicht jetzt, ja, das muss man sich ein bisschen vorbereiten und auch ein bisschen Zeit mitnehmen und sowas. Aber wir können doch mal hingehen, jetzt ist es ein bisschen laut. Alles nicht gefährlich, ich kann da jetzt auch durchlaufen. Ja, und solange ich nicht da drin stehen bleibe, werde ich auch nicht teleportiert. Jetzt geht's mal, machen wir erstmal weiter hier. Das ist die Mondscheinhalle. Ja, da habe ich jetzt hier nur hatte ich die Idee, ich mache da mal, ist natürlich kein Mondschein, sondern Sonnenschein da draußen. Ich habe auch eine Spinne gerade gehört. Ich hatte die Idee, dass hier so nachts dann einfach mal so, ja, die Priester und die Magier aus meiner Burg hier so durch diesen Gang gehen, um dort hinten dann, sexuelle Rituale zu zelebrieren oder sowas. Na, ist natürlich Quatsch, ne? Ich hab das nur gebaut, um hier mal schön rausgucken zu können. Da kann man nachts so die Monster beobachten, die dann da... Da ist zum Beispiel die Spinne, aber die funkelt nicht. Ja, normalerweise die funkeln dann die Augen, aber die ist jetzt friedlich. Die hat mich noch gar nicht... die hat mich gar nicht gesehen, ist jetzt tags, also vor der müssen wir uns auch nicht hüten. Sowieso nicht, weil wir hier in Sicherheit sind. Laufen wir mal zurück. Wir möchten ja noch so ein bisschen auf die Tiefbohrung gleich noch angucken. Aber vorher zeige ich euch noch hier das, was vorher meine Magmahalle war. Eine völlig unbefestigte Höhle mit einer Magmaquelle. Neudeutsch auch Lava. Ja. Und hier ist mein Bahnhof. Ja, ich mache das ganz gerne. Ich durchwandere nicht nur die Gegend zu Fuß, sondern ich baue dann anschließend dann auch noch so ein Schienennetz, um dann hier einfach schneller reisen zu können. Das macht viel Spaß. Vor allem auch wieder das Bauen und das Wege erkunden, wo man dann diese Route dann am besten lang führt. Gut, alles dann später nochmal. Hier können wir nochmal, hier habe ich so Wohnbereiche angedeutet und so Halle. Da hinten ist der andere Ausgang, den haben wir schon in der letzten Folge von außen gesehen. Boah, ist das immer laut, ey. Hier habe ich immer noch halt vergessen, so mal einen Schalter anzubringen. Müsste ich mal machen, vielleicht können wir das auch mal gemeinsam tun. Ja, hier sind es auch so Wohnbereiche angedeutet. Ist auch wieder total lustig gewesen, hier das zu bauen, weil da musste ich dann, hier hatte ich dann völlig ungeschützte Bereiche. Die Decke war gar nicht gesichert. Monster kamen rein, ein Creeper stand hinter der Ecke plötzlich und sehr lustig. So mache ich das eigentlich immer am liebsten, so auf dann nicht auf Peaceful stellen oder so. Ja, hier sind auch noch solche Wohnbereiche. Natürlich, das könnte ich alles noch ein bisschen verschönern, mal Bilder hinhängen und so. Aber wie gesagt, wenn man mal irgendwie fertig ist mit dem Bauen, dann denkt man sich schon direkt wieder aus, was man da vielleicht wieder umbauen könnte. Ja, ist doch irgendwie, das Bauen ist halt einfach irgendwie das Schönste. Was wir jetzt sowieso machen wollen, da kümmern wir uns gar nicht drum, so ums Bauen. Jetzt gehen wir mal in die Tiefbohrung. Ich hatte dann halt irgendwann mal das Bedürfnis, einfach mal so auf so einem Vierergrundriss stumpfsinnig und blöde einfach mal in die Tiefe zu bohren. Hier einfach mit so einer ganz einfachen Spiraltreppe. Das ist so die einfachste Methode, wirklich sehr schnell in die Tiefe zu kommen. Auf einem Flecken, auf einem Punkt irgendwie so. So. Hier brauche ich auch keine Angst haben. Jetzt ist nicht nur hell genug, auch Monster spawnen hier nicht. Die brauchen einen gewissen Platz. Ich weiß jetzt nicht genau, wie viel Platz sie brauchen. Ich weiß auch gar nicht, ob das überhaupt stimmt. Vielleicht spawnen die ja doch. Ich meine, ich habe das mal gelesen, dass das nicht geht. Alles klar.
Ist auch egal. Gehen wir mal weiter. Ich habe mich außerdem auch hier ziemlich blöde angestellt, ne? Also, wenn man sowas macht, hier so eine Tiefbohrung, dann sollte man das natürlich nicht ausgerechnet oben auf einem Berg anfangen. Da, wo jetzt ja meine Burg steht, ja. Das ist ja Quatsch. Da muss man ja erstmal runter bis zum Wasserpegel, Meeresspiegelhöhe, Dingens, null, normal null heißt das, ne? Da muss man erstmal hinbohren. Und dann noch weiter bis in den Keller. Das ist ziemlich tief. Ich weiß auch, wie tief, aber das verrate ich nicht. Ja, sollt ihr auch mal selber rausfinden. Ihr sollt ja auch letztendlich auch mal selber Minecraft spielen. Und nicht hier nur immer zugucken. So. Immer noch weiter, noch weiter, noch weiter. Ach, ich höre es mal einfach. Ja, jetzt habe ich den Zwischenraum erreicht. Hier habe ich dann irgendwann mal so eine Höhle erreicht. Da war ich dann sogar noch schon mit anderen Gängen plötzlich von anderen Seiten zufällig. Das kann ja jetzt nicht sein. Wo kann denn jetzt hier eine Spinne sein? Mach jetzt mal keinen Quatsch hier. Wir gehen einfach mal weiter runter. Die kriegt uns ja eh nicht, weil die zu groß ist. Die würde hier nicht durchpassen. Okay, nee. Vor solchen Räumen habe ich immer totale Angst. Normalerweise, also hier werde ich irgendwie mal Kohle und Eisen gefunden haben, irgendwas. Aber normalerweise schließe ich solche Räume mit Erde wieder. Ich habe immer hier so einen Stapel Erde dabei. Und normalerweise ist das ganz klar, dass ich die immer wieder zumache. Erstmal kann ich die Fackel dann wieder mitnehmen da. Und zweitens kann da nichts spawnen und mich da überraschen von hinten. Gut, wir werden jetzt einfach hier Glück haben. Das ist nicht so schlimm. Und ta-ta-ta-ta. Ja. Jetzt sind wir unten. Endlich. Das ist der Bedrock, ja. Der ist so unzerstörbar, also definitiv. Auch nicht wie Obsidian oder so, sondern der ist wirklich überhaupt nicht zerstörbar. Ja. Und wenn wir Glück haben, aber ja, wir haben kein Glück, das würde man schon hören. Könnten wir jetzt auch hier vielleicht so einen Slime oder so sehen. Das sind so Mobs, das sind so kleine grüne Würfel, die richtig groß werden können. Grüne Schleimwürfel mit Augen. Ja, die machen so lustige, die hüpfen mal so glibberig durch die Gegend und machen schleimige Geräusche. Sehen im Prinzip ganz niedlich aus. Waren ganz lange aus dem Spiel verschwunden. Aus irgendeinem Grund, ich glaube, das klappte nicht so richtig, wie der Notch sich das vorgestellt hatte. Und dann hat er wieder rausgenommen. Und seit Beta 1.3 sind die wieder da. Und ich habe auch schon welche gesehen. Ja, und ich habe auch ein Foto gemacht. Und ich glaube, das poste ich einfach mal auf minenarbeit.de. Dann könnt ihr euch da mal angucken, wer da noch nie einen gesehen hat und sich da gar nichts drunter vorstellen kann. Die greifen an, die sind im Grunde bösartig in einer gewissen Größe. Aber wenn man die haut, dann zerteilt man die in ganz kleine Stücke und dann sind die harmlos. Man kann die dann sogar nach draußen locken. Das habe ich sogar schon mal versucht. Also genau genommen habe ich zwei Slime-Begegnungen schon gehabt. Der erste, den wollte ich rauslocken. Dass der mir folgt, den wollte ich oben dann irgendwie in einen Käfig tun, in ein Gehege oder sowas. Ja, der ist aber dann unterwegs, dann beim Aufstieg völlig abgestürzt und war dann tot. Ja, und dann den zweiten, den ich getroffen habe, der ist irgendwie direkt in die Lava gesprungen. Ja, dann war es das mit ihm. Seitdem keine Slimes mehr in Sicht, aber dafür hier umso mehr Redstone. Das ist das Zeug, was hier so schön rum leuchtet und das können wir abbauen. Das gibt diesen Redstone. Das machen wir auch mal. Bitte nur die Silber, Quatsch, ich sage mal Silber, ne, die Metall Hacke nehmen. Sonst macht man den kaputt. Das dauert auch so ein bisschen länger hier. Das geht aber alles zack. Und der droppt dann direkt mehrere solche hier, fünf Stück in dem Fall. Ne? Redstone Elemente, aus denen lassen sich dann diese elektrischen Kreisläufe herstellen. Die dienen praktisch, funktionieren so wie Kabel. Ja, hier machen wir nochmal so ein Ding weg. Zack. Jetzt noch nicht alle, das wird jetzt so ein bisschen langweilig. Oh! Boah, ich sehe was. Da müssen wir aber hin. Na. Den habe ich ja total vergessen. Hoffentlich ist da jetzt nicht Lava oder sowas hinter. Das ist natürlich immer gefährlich, wenn man so tief unten ist. Ja, das ist Diamant. Extrem selten. Ja, und wie gesagt, wächst nur ganz unten. Ich mache jetzt mal weg.
ja, ist okay, ist gut gegangen. Ja, und der droppt nur ein. Wahrscheinlich so mit das Wertvollste, was man überhaupt hier in Minecraft so finden kann. Wenn man sich aus Diamant Werkzeuge und Waffen herstellt, sind die auch sehr extrem haltbar. Also das beste Werkzeug überhaupt, was man so haben kann. Ja, das, wie gesagt, aber es ist schwierig und gefährlich, hier unten zu buddeln. Man läuft dann immer in Gefahr, irgendwie so einen Lavasee anzubohren oder sowas. Ja, wir laufen einfach wieder hoch. Der Aufstieg, der ist immer völlig langweilig. Ne? Das ist, runter geht es eigentlich, da braucht man nur so runterlaufen. Aber dieses Gehöppel, upsa, das habe ich ja schon mal erzählt in der letzten Folge, dass man sich möglichst immer Treppen bauen sollte. Ja, ihr seht jetzt auch warum, ne? Weil das wirklich sehr unbequem ist hier so. Man erkennt auch nichts richtig, ne? Das ist halt nur so ein Gehöppel. Ja. Aber da muss man wohl durch. Muss man halt in den sauren Apfel beißen. Äpfel gibt es übrigens auch in Minecraft. Boah, ich habe einen Drehwurm. Ich weiß überhaupt nicht mehr, bin ich hier noch richtig oder renne ich inzwischen wieder nach unten? So. Ja, jetzt müssten wir es aber gleich mal geschafft haben. Dann sind wir wieder, ich höre auch schon wieder was gackern. Das war ein gutes Jahr, sind wir auch oben. Ganz ruhig, jetzt kann ich aufhören zu hüpfen. Wunderbar, jetzt hau ich mit dem Diamanten, mache ich die Tür zu. Das ist Luxus, Leute. So, sowas ist Luxus. Ja, was machst du eigentlich hier, du Huhn? Ja. Ja, das ist eine saubere Burg. Ja, gut. Draußen ist es dunkel, drinnen ist es hell. Wir haben uns jetzt hier ordentlich umgeguckt. Und ich denke, in der nächsten Folge werden wir hier mal so anfangen, so ein bisschen auf der Burg zu wirtschaften, habe ich mir überlegt. Ja, jetzt nicht nur rumrennen und irgendwie quatschen, sondern einfach mal gucken, was kann man denn hier so mal so züchten, herstellen, abbauen, tun und machen. Das dann beim nächsten Mal. Erstmal vielen Dank. Guckt immer auf minenarbeit.de vorbei und wir sehen uns dann. Ich bin euer Vorbuddler, wie immer. Tschüss.